Für einen Mörder schlaft ihr sehr tief. Das ist gut. Ihr braucht ein reines Gewissen für das, was ich euch vorschlagen werde. Wer seid ihr? Erklärt euch jetzt. Ihr bevorzugt also die Stille. Genau wie ich, mein Kind. Genau wie ich. Denn ist nicht die Stille die Symphonie des Todes? Die Instrumentation von Sethys selbst? Welch eine Ironie, dass ich hier nun als Sprecher der dunklen Bruderschaft vor euch stehe. Mein Name ist Lucien Lachance und meine Stimme ist der Wille der Mutter der Nacht. Sie hat euch beobachtet, sie hat zugesehen, wie ihr tötet, hat sich daran erfreut, wie ihr Leben beendet, ohne Mitleid oder Reue. Die Mutter der Nacht ist sehr zufrieden. Daher stehe ich nun vor euch. Ich habe ein Angebot für euch, eine Gelegenheit, unserer recht einzigartigen Familie beizutreten. Ich habe also eure ganze Aufmerksamkeit. Hervorragend. Hört nun gut zu. Auf dem Grünweg, nördlich von Braville, liegt die Schenke zum schlechten Omen. Dort werdet ihr einen Mann namens Rufio antreffen. Tötet ihn und eure Aufnahme in die dunkle Bruderschaft ist vollendet. Tut dies. Und wenn ihr das nächste Mal an einem Ort schlaft, den ich als sicher erachte, zeige ich mich euch wieder und bringe die Liebe eurer neuen Familie. Okay. Bitte nehmt dieses Zeichen der dunklen Bruderschaft. Diese Klinge ist noch unberührt und es dürstet sie nach Blut. Mag sie euch gute Dienste erweisen, wie euer Schweigen es wird. Damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe ehrlich, dass wir uns schon bald wieder treffen. Nice. Von wegen dunkler Bruderschaft, gerade erwähnt. Habt ihr nicht von der dunklen Bruderschaft gehört? Die erbarmungslose Gilde bezahlter Meuchelmörder? Werdet Mitglied. Und ihr werdet sehen, dass die dunkle Bruderschaft viel mehr als das ist. Mehr als alles andere sind wir eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Wir töten für Geld. Aus Freude und zur Ehre des fürchterlichen Vaters Sethys. Wir sind eine Familie mit Banden aus Blut und Tod geschmiedet. Mutter der Nacht. Wir lobpreisen unsere gottlose Hüterin. Aus ihrem beschatteten Schoß sind wir geboren. Ihre Brust nährt uns Bosheit und Schmerz. Sie liebt ihre Kinder. Rufio. Wisset, dass Rufio alt und schwach ist. Und den ganzen Tag nur schläft. Ihr könntet ihn töten, ohne dass er erwacht, wenn ihr wolltet. Sprecher. Ja, ich bin ein Sprecher, ein Repräsentant der dunklen Bruderschaft. Meine Stimme ist die Stimme der schwarzen Hand, dem leitenden Organ unserer Organisation. Die schwarze Hand? Eine meiner Pflichten ist es, außergewöhnliche Individuen wie euch zu finden. Und ihnen einen Platz in unserer Familie anzubieten. Sehr gut. Euer Weg ist eindeutig. Bringt Rufio den Tod und die dunkle Bruderschaft wird euch als Familienmitglied aufnehmen. Na, sehr schön. Klingt nach einem Plan. Zumindest ist das Angebot schon mal raus. Boah, wenn es hier ja gerade nicht so sackdüster wäre. Mal schauen, ob vor das Erzählen schon wieder Leute lauern. Naja, auf jeden Fall habe ich für euch die werten Zuschauer, die noch verbleiben, von meinen Plänen in Kenntnis gesetzt hier. Ah.
Oblivion Fights in a nutshell. Ach, hey. Marodeur. Oh, das ist gut. Zwölf Gewicht. Dann können wir mal... Ja, Halbelf ist gerade. Und dann lauert schon wieder jemand auf uns. Und hier... Aber mit einem gewieften Schuss aus dem Bogen können wir das lösen. Alter, gerade so. Den Skooma-Handel nicht unterbindet, wer dann? Wiedersehen. Also, was haben wir denn hier? Man sagt, dass Akatosh erschien und Merunes Dagon mitten im Tempel des einen tötete. Glaubt ihr das? Das ist mir ja ganz neu. Sicher. Habt ihr Nachrichten aus den... Schauen wir mal, was die Leute für uns haben. Wo ist der Banditenchef? Da ist er. Oder sie? Stiefel des Olympioniken. Krass. Könnte hilfreich sein. Ich muss sagen, Freunde, wir werden hier fett abzahlen. Momentan schaue ich mal wieder Scrubs und ich bin froh, dass ich die DVDs habe, weil... Immerhin sind die Songtitel in... auf den DVDs mittlerweile hältbarer als die, was man ja im Streaming hat. Ich finde es halt ungeil, wenn dann irgendwie alte Songs drin sind, die dann rausgeschnitten werden wegen irgendwelchen bescheuerten Lizenz. Oh, Gedöns. Das ist doch eigentlich unnötig.